Dann hat sie mir nur kurz beschrieben, dass sie blond ist und dass sie drei große Töchter hat. Aber dass sie größer ist, Susanne, da hatte ich schon gedacht, naja, eine größere Frau für mich kommt sowieso nicht in Frage. Da stehe ich nicht so drauf, das sieht auch nicht so gut aus, ich bin nicht so der Typ dazu. Ich will gleich weg, ja. Wohin denn? Die Petra abholen, du. Soll ich mitfahren, oder was? Ach, Peter, nö. Also Peter, nö. Warum nicht? Nö. Peter wollte gar nicht mit dabei haben. Also, wir haben uns so lange nicht gesehen, über 12 Jahre, dass ich die ganzen ersten Sekunden, Minuten mit Petra und ihrer Tochter, die ja auch mitkommt, alleine haben will. Ich komme dann so aus dem Hinterhalt, ganz vorsichtig, und sage, Mensch, bist du das, die Susanne? Hallo, Susanne, lange nicht wiedergesehen. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Peter. Ja, das kannst du mich erkennen. Du bist aus der Irrenanstalt entsprungen? Aus der Irrenanstalt. Das würde ich denken. Ach, komm. Man ist ja neugierig. Ich hätte mich auch ganz im Hintergrund reingeschlichen. Das war die reine Neugierde, was das wirklich, was da für eine Person kommt. Hallo, da rufen wir es auf. Hallo, wo ist die Petra? Petra, bitte, hier sind wir. Melden. Oh, Blüte, komm mal her, hier. Hey. Sind überhaupt, wo der Bahnhof ist? Hahaha. Ost. Es gibt zwei, nein, West. Dann pass ist, auf, ja, das pass ist auf, da, Peter, wo, das pass ist auf. Da, wo du mich mal hingebracht hast. Wir machen das so. Da ich wieder nicht weiß, welcher Bahnhof, Ost, West, Süd, Nord, pass auf. Ja. Du kommst mit. Ach, der Peter, ja, hat es ja wieder geschafft. Hat seinen Charme ein bisschen spielen lassen wieder. Und da brauchte ich dann nicht mehr ganz so lange überlegen. Peter fährt, ich sitze daneben und er fährt mich hoffentlich zum richtigen Bahnhof. Die sehen bekloppt aus. Wie trägst du doch nicht? Guck doch deine Shit an. Tja, hast du auch Spaß? Das ist edel. Ja, pass auf, jetzt habe ich einen Vorteil, wenn du jetzt nicht mal parierst. Was meinst du, wenn du die hinten im Hintern kriegst? Das tut weh, das weiß ich. Das tut weh. Ja. Oh nein! Ja, so. Ja. Was hast du denn alles? So, gelbe spitze Schuhe, Armeehose, merkwürdiges T-Shirt, eine gelbe Postjacke und dann so ein Cowboyhut. Das hat alles gepasst. Das Gelbe zu der Hose, die Schuhe zu der Hose, dann mein Mützchen dazu. Also, mich hat das wunderbar inspiriert. Und vor allem, wenn ich auch mal beachtet worden auf der Straße. Die Leute haben auch hin und her geguckt, guck mal, was kommt da für einer, was sie gedacht haben, interessiert mich auch gar nicht. Die können denken, was sie wollen. Das geht in das eine rein, das andere raus. Ah, da kommt der Zug jetzt. Vorsicht am Bahnsteig, der Zug fährt ab. Ne, umgekehrt war das, nicht? Vorsicht am Zug, der Bahnsteig fährt ab. Ob ich Petra wiedererkenne? Sie steigt aus, erkenne ich sie. Wie ist sie? Ist sie vielleicht rund, was ja sein kann, oder kleine, eine andere Haarfarbe? Erkenne ich sie überhaupt wieder? Also, das war so meins, wo ist sie? Dies Wiedererkennen erstmal. Obwohl das irgendwie Schwachsinn ist. Gut, aber es sind trotzdem immerhin 12 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das, was Susanne mal erzählt, ist ja größer. Aber stimmt aber gar nicht. Da brauche ich eine Höhe mit mir. Und das passt dann auch. Ich habe mich einfach nur gefreut. Einfach nur gefreut und gesagt, mein Gott, es ist wie damals. Sie sieht genauso aus wie immer. Es hat sich nichts verändert. Alles ist vertraut. Wir lagen in den Armen. Sie lachte, sie grinste. So kannte ich sie. Hat sich total gefreut. Wir haben uns gedrückt. Wie in alten Zeiten. Das. Saskia, grüß dich. Na? Ich bin die Petra. Peter und Petra. Ja. Ja, ich hab gesagt, sie hat erzählt, dass du größer wärst. Bist du ja, Eis kaufen oder was? Was ist los? Guck mal mich an. Wir waren früher gleich groß. Also Frenzi meinte auch schon, ich wäre geschrumpft. Ja, aber kann nicht sein, ich bin auch... Ja, wie war das denn größer? Schick, echt? Schick, nee, das ist dann auch... Schick, ne? Ach, geil. Das finde ich echt cool. Ja, so war ein bisschen gewagt, ne? So gelbe Jacke, gelbes, buntes Schild. Aber es passt zu ihm, finde ich. So mit diesen Cowboy-Stiefeln und die Hose. Das passt zu seinem Typ, finde ich. Ich fand's echt cool, ne? Man muss sie erstmal näher kennenlernen dann und ja, und das andere, ja, ich keine Ahnung. Hier, komm.
unser Reich. Ja, der Heiz habe ich auch extra für euch beiden. Küche. Das ist die Küche, also ab Wohnküche ist das hier. Genau, ne? Wohnküche. Ja, und das ist auch alles live hier. Ich mag es hier sehr. Es ist eigentlich beruhigend. Man merkt schön die Natur im Haus. Ja, einfach mit Folie, ja, dann kann man sich Schmutzwässer abwischen. Wir müssen alle aber dass Peter so handwerklich begabt ist, finde ich echt fantastisch. Ja, ja, kannst du sehen, zwei linke Hände. Ja, ja, zwei rechte, zwei richtig goldene Hände. Wo denn hier? Guck mal, die gehen nicht mehr gerade. Nicht? Da hatte ich mal einen Schraubenzieher durchgejagt beim VW reparieren, aber schon 30 Jahre her. Bin ich auf der Autobahn stehen geblieben, im VW-Bus. Habe ich Getriebe ausgebaut und dann Bums hat's gemacht. Aber dafür machst du ja noch trotzdem hier schön. Was so? Na, ja. So mal so eine. Ach du so, wieder, Mann, so. Nee, ich meine, hast du immer noch trotzdem. Wie ich ihn gesehen habe, mit seinem langen Zopf wie so ein Rocker und war gleich sympathisch. Er ist auch so ein offener Mensch, war mir sehr sympathisch gleich. Auch so ein lustiger, cooler Typ. So könnte man das machen. Warum soll ich nicht mal für die Damen, die hier gerade so nett sitzen, und für das kleine Mädchen daneben an, nicht mal was Nettes machen? Ich habe es für mich jahrelang gemacht, weil ich jahrelang alleine lebe und ich bin nicht der Meinung, dass die Dame am Herz steht und ich zur Arbeit gehe. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra. And since I made it. Ja, und? Wie ist es? Ja, fantastico, also sehr urgemütlich. Ja, nett, sehr urgemütlich. So soll hier in der Villa Kunterbond. Ja, so. Schönstes Danke. Du bist am Dransten heute noch. Was? Am Dransten heute noch. Ja, alles mit der Ruhe, ich muss aber hier die Drecksarbeit machen. Die Flusen kommen weg heute, ja. Nachher sofort. Ja, immer mit der Ruhe, Mensch. Mit der Heckenschere. Der Puschel bleibt dran, der bleibt dran, der Puschel. Den brauche ich manchmal, wenn ich mich mal selber streicheln will und mal. Nee. Ach, die Seitenpuschel. Wo sind denn hier? Weil du aussiehst wie Klon Ferdinand. Ja, ja, genau. Ja, ist doch schön. Kennst du Klon Ferdinand von früher? Ja, sieht doch nicht jeder so aus. Dich kenne ich nämlich auch. Meine Haare lasse ich normalerweise überhaupt keinen dran. Im Grunde genommen mache ich das schon seit Jahren allein. Aber die Frauen, die beiden haben mich so überfallen. Hast du jetzt 12 Jahre Freiheit gehabt? Eine andere Frau im Hause und schon. Nee, schon ist das Ganze hin, was ich mir 12 Jahre lang aufgebaut habe. Jason Derulo. Mach meine Freundin nicht an. Was sagst du? Warte, ich zieh das aus. Cool. Warte, ich zieh das aus. Ha, schön auf nackter Haut. Ist besser, wenn ich streichel. Vorsicht. Also ich muss aufpassen hier auf meinen Gesicht. Ne? Ja. Hält alles zusammen. Darf ich auch mal? Nein! Also Peter wäre nicht abgeneigt. Ja, also so sehe ich das. Der Peter auf keinen Fall. Das würde ihm gefallen, denke ich, mit der Petra. Peter und Petra. Jo, ist ja lustig. Everybody's looking for love. Oh. Ain't that the reason you're at this club? So, hier, wer will alles eine Bratwurst? Ich hab nichts gegessen. Richtig, genau wie ich. Das ist ja beides. Nichts. Ich hab lediglich mit Saskia im Zug eine Banane gegessen. Wer konnte so, ich wünsche euch dann. Lass es sein, ich bin aus dem Spiel jetzt raus. Wir kommen da gar nicht gegen andere. Wie gesagt, ich muss 12 Jahre aufholen. Na gut, ich bin jetzt mal außen vor. Irgendwann höre ich mal auf zu schnattern. Und dann habe ich vielleicht noch Chancen, dass ich da wieder mal mitschnattern darf. So ein bisschen. Aber erstmal guten Hunger und zum Wohle. Aber hier nur die Fussel hier. Ach, ich habe hier einen Spiegel. Nur die Fussel. Da war ich natürlich sehr verwundert, dass er sich das von mir machen lässt. Ja, da haben wir halt wirklich die Schere genommen und ich durfte wirklich beigehen und ihm da die Dinger wegschneiden. Und er war froh. Hat ihm gefallen. Weiter so. Tiefer. Mach mal.
vor, ich stelle mir gerade vor dich in der Badewanne, du. Oh. Weil ich das so sehe da. Die Zeiten mit mir sind vorbei, dass er mich vorgestellt hat in der Badewanne. Und mir ja, ich durfte dich auch nicht. Rücken wollte mir schrubben, hat er mir alles versprochen. Ich durfte dich ja, versprochen, ich durfte doch nicht. Hast du in der Badewanne gelegen und hast gewartet, dass er den Rücken hat? Ich durfte doch nicht, der hat abgeschlossen. Aber Käsen hat er reingestellt. Ich habe ihn dann rausgeschmissen und abgeschlossen. Richtig. Und er stand draußen. Und ich stand draußen vor der Tür. Och Mensch. Und konnte nicht mal durchs Schlüsselloch gucken. Ja, gut. Wieso eigentlich nicht, Peter? Habe ich das zugestopft? Hat er dir nicht mal den Rücken? Weil der Schlüssel steckte von innen. Ah, stimmt. Ja, so ein Bad mit Peter könnte ich mir schon vorstellen. Wenn es harmoniert, wenn es auch gegenseitig harmoniert, warum nicht? Ich meine, wird es vielleicht auch nicht abgeneigt sein, aber wir sind hier am Anfang und da schweigt man erstmal über die Dinge und man guckt erstmal zu, wie es eigentlich zusammenpasst. Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeig dir.